Hey, halli, hallo Leute, ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial mitten der Woche. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, was hat der denn schon wieder ein Tutorial mitten der Woche? Ja, ein Tutorial mitten der Woche, weil ich zeige euch heute das hier. Es wird auch, da liegt mein Sugarcane, okay, wieso habe ich den da hingeworfen? Okay. Es wird auch diese Woche noch ein Infovideo kommen oder nächste Woche, oder es ist schon da, ich schreibe euch einen Link unten in die Beschreibung, da könnt ihr einfach draufklicken und Jojo konnte ich einfach nicht erreichen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal alleine und jetzt würde ich sagen, erkläre ich euch mal, was das hier ist. Das hier ist eine Sugarcane Farm. Die Bud Switch Power Desk. Ich habe zwar keinen Plan, wieso man jemals so viel Papier oder so brauchen sollte. Vielleicht fürs Trading relativ nützlich, aber das Nützliche an dieser Farm ist, erstens, es wird nicht so oft passieren, dass Sugarcane hier drauf landet, weil eben hier zwei Richtungen frei sind, wo der Sugarcane hinfallen kann. Außerdem extendet dieser Pisten hier mit aus, wenn hier ein Sugarcane wächst, dass der Sugarcane nicht hier um die Ecke backen hier drauf landet. Und auf Servern ist die Farm relativ praktisch, denn es gibt keine Glocks, die ewig viel ticken und so weiter und dadurch Lecks verursachen. Es gibt nur ein paar Hopper hier unten und die kann man auch ganz leicht beben, indem man hier Wasser hinsetzt, hier wo ich dort hinsetze. Und dann läuft das Wasser so schräg und da setzt man dann Hopper hin, ein oder zwei, wo es dann ankommt, das Wasser. Und dann kann man die einfach expandable, die ist 100% weiterbaubar, in unendlich quasi dahinter bauen. Das Ganze zeige ich euch jetzt an zwei so Schichten. Ich baue euch zuerst eine so eine Schicht und dann baue ich noch eine zweite dazu, dass ihr seht, mit diesem Sicherheitssystem, dass dieser Pisten eben mit ausfällt, auch wenn da kein Sugarcane wächst. Das sinkt natürlich ein bisschen die, wie nennt man es, die Effektivität der Farm, aber es ist besser, wenn man dadurch extra etwas die Effektivität senkt, als wenn hier öfter mal Sugarcane drauf fällt. So, dann die Farm bei so 10 Minuten AFK Running. Hier, da sind Dirt reingefallen vom Testen, okay. 15 Zuckerrohr schon drin. Von AFK testen so 10 Minuten. Ja, das lohnt sich schon, die Farm. Das sind jetzt hier genau viermal aufgebaut. Die Farm ist leider ein bisschen teuer mit den Redstone-Blöcken und so weiter. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal direkt weiter mit dem Tutorial. So, und hier sind wir jetzt schon am Tutorialplatz. Ich sortiere mein Inventar kurz. Ich habe mir natürlich keinen Dirt geben lassen, weil es praktisch ist, mit halt was sortiert zu haben. Und ich fange jetzt mal an, hier zwei von den Dingern zu bauen. Also wir beginnen zuerst mit zwei Dirtblöcken hier und hier. Hier schotten wir Glas und irgendwelche anderen Blöcken ab. Ich mache hier Glas hin, dass man das Wasser sehen kann. Sehen kann, ob da Wasser drin ist. Weil es kann ja sein, dass Wasser aus Versehen wegbaut oder so. Dann setzen wir hier und hier einen massiven Block hin. Hier kommt weiter unser Sugarcane hin. Allerdings, man kann das Wasser ja dann später auch hier setzen. Das läuft jetzt hier gerade runter, weil hier die Kante ist, aber ansonsten wird es so schräg laufen. Den Sugarcane lassen wir jetzt erstmal weg, da der sonst wächst und Probleme bereiten kann. Wir machen jetzt mal das hier weg, das hier brauchen wir alles nicht mehr, das will ich jetzt alles aus dem Inventar draußen haben. So, und jetzt setzen wir hier einen normalen Pisten, hier einen Sticky Pisten, den können wir weghauen, der war nur um was hinzusetzen. Dann kommt hier ein normaler Block, hier ein Redstone Block, hier ein paar Blöcke, damit wir einen Pisten wieder setzen können, diese Blöcke weg. Hier ein normaler Pisten, nicht Sticky. Dann hier ein Block und hier ein Block. Hier oben ein Block. Hier ein Repeater. An diesem Repeater auf Servern würde ich den langsamer stellen, dass es wegen Lags trotzdem auch funktioniert. Im Singleplayer ist ein Deck völlig okay. Dann kommt hier ein Redstone Torch, hier ein Redstone Torch. Das hat man gesehen, der blinkt ganz kurz. Müsst ihr, wenn der Block hier irgendwie nach oben geht oder so, müsst ihr den wieder runtersetzen. Dann kommt hier ein Sticky Piston. Hier ein Redstone Block. Hier ein Block, hier ein Block. Hier kommt ein Redstone, hier kommt ein Repeater. Der Repeater hier steuert nichts an, sondern der macht ein Update, Block-Update zu diesem Pisten, dass der wieder einfällt, sonst bleibt er draußen stehen. Und der macht dieses Redstone hier zu einer Linie nach da, sonst würde er jedes Mal diesen Pisten hier mitpowern. Dann würde wieder das daneben hochgehen und so weiter. Das ist dann viel zu buggy sonst. Und jetzt funktioniert das Ganze jetzt schon so. Wir setzen jetzt unser Sugarcane, probieren es mal aus. Funktioniert so. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt noch das zweite Teil hin, das mache ich auch noch live. Wir setzen hier wieder ein Ding hin. Hier setzen wir wieder ein Kleber-Kolben hin. Man muss hin aufpassen, weil jetzt wird ein paar Mal der Bud-Switch aktiviert. Da muss man aufpassen, dass dann alles wieder normal steht. Hier kommt der Pisten hin. Hier kommt der hin. Hier kommt das hin. Hier kommt das hin. So, jetzt setzen wir hier so, das hier so. Das hier so. Hier kommt wieder unsere normale Pisten hin. Den Block können wir wegmachen. Hier kommen Redstone Torches hin. Hier ein Repeater. Hier unten ein Sticky Piston. Hier ein Redstone Block. Hier zwei Blöcke. Ein Redstone, ein Repeater.
Und schon haben wir auch das zweite Teil fertig. So, wenn ihr das liked, funktioniert wunderbar. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wer Like und ein Abo würde mir jetzt wie immer gefreuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ich lasse jetzt hier noch kurz, dass ihr eure Screenshots machen könnt. Wenn ihr vielleicht einen Screenshot machen wollt, nicht das Tutorial schauen wollt. Hier einfach ein Profil von der Seite. Und das war's dann von mir. Ciao.